Ah, hallo, Peter Fieck zurück bei den Interviews. Und heute bin ich hier in einem kleinen Nest in Meerskurven oder sowas und besuche Siegfried Greitner. Wie findest du Siegfried Greitner, der da schon in seinem Atelier zugange ist? Hallo! Super Kamera! Super Kamera! Ja, ich mache auch gerade ein Video, ehrlich gesagt. Ach, du drehst jetzt einen Film? Ich mache jetzt gerade ein kurzes Video. Da bin ich technisch schon wieder überholt. Über dich. Nee, das weiß ich schon, dass das eigentlich geht. Nee, aber als ich mir Spiegelreflex gekauft habe, da hieß es definitiv Spiegelreflex, kein Video. Vor 10 Jahren oder so. Und mittlerweile ist ja das, können die das ja alle. Gell? Stimmt, das können die alle. Ja. Ich nehme manchmal so kleine Kurzvideos auf, so eine Art Interview. Also in dir so irgendwas. Das ist eigentlich mein neuester Zugewinn. Ja? Dieses Jahr. Cool. Die habe ich mir in Berlin an Silvester gekauft für 80 Euro. Die war 1967. Echt? Das ist ein Prügelhaft. Okay. Cool. Jetzt. Und ich habe, das war zufällig, war, jetzt nimmst du immer noch auf. Ja. War im Radio ein Bericht, dass früher die Holzarbeiter, das wurde diagnostiziert in der Medizin, als Weißfingerkrankheit. Weil die Dinger so viel vibriert haben, dass die in die Fingerspitzen nicht mehr durchblutet sind. Mm. Und das sieht voll brutal aus, das Ding. Ja, ich bin ja auch 67 geboren. Okay. Und dann lag die da am Flohmarkt am Boden bis 1967. Ja. Die musst du jetzt nehmen. Das geht eigentlich gar nicht anders. Cool. Fest. Ich würde ja gerne nochmal, willst du nochmal irgend so ein Objekt anmachen? Dass ich das noch aufnehmen kann? Gerne. Also die schönste Bewegung ist eigentlich hier das Zahnrad. Ja, also stimmt, das finde ich auch. Das ist echt cool. Ein ganz neues Experiment, das ich da kann. Ja, es ist cool, dass man das so nachvollziehen kann. Jetzt. Ja, das mache ich ja immer so. Bei mir ist immer alles einsehbar. Ich tue nie eine Mechanik in irgendeinem Sockel verstecken. Ja, da freut sich meine Pflanze, ja Wahnsinn. Ja, ein bisschen Sonne. Heute war ein bisschen Sonne hier. Okay, dann werde ich das mal ausknipsen. Okay. Ich danke dir. Ha ha ha.